Ich bringe heute Korea nach Berlin. Warum? Weil Korea einfach sehr faszinierend ist. Was Korea ausmacht, das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Fangen wir einfach mal an mit, wo komme ich eigentlich her? Aus Berlin. Was ihr hier seht, ist der Alexanderplatz. Und was ich gerne eintauschen wollen würde, den Alexanderplatz gegen den Tower in Seoul vielleicht. So wie hier zum Beispiel. Wäre es nur so einfach. Die E hat es gemacht. Sie ist von Seoul nach Berlin gekommen und ich habe sie am Flughafen abgeholt. Okay. Schon weißt du, Mundform. Ja, ja, ja. Form. E ist like E, G, E. O ist O. O, O, Ba, A. Ja, ja. Es ist Form. E, je. E, je. E, e, je. Koreanisch begrüßen. Ah, ich weiß. Ja, ja. Wen ihr hier gerade seht, sind übrigens Ho und Ji, die koreanischen Freunde. Natalie. Babo. Natalie. Oh. Warum? Du. Warum? Weil du so... Nein, nein. Ich hab schon gerade mal. Mach die Bande. Oh, ja, ja. Und hier auch. Nur. Ich nicht. Karaoke ist ein Megatrend. Die koreanische Küche hat sehr viel zu bieten. Und Ji zeigt uns heute, was das Wichtigste ist. Ji, wir haben ein Problem. Ja, hier keine Kanarienecksaft ist teuer, so wir Adventure mehr günstiger. Hallo. Kimchi für euch zu machen. Kimchi. Ich hätte eine Menge Spaß beim Kimchi machen. Die ganze Wohnung hat danach gerochen, aber Kimchi ist so lecker und so gesund. Hunger, Hunger. Hunger, Baby. Eggie gatte. Eggie is like a eggie baby. Ah. Eggie. Was heißt Hunger? Hunger, 배고파. 배고파? Oh, 배 is the Bauch. Ah, 네. 그래서 배고파, 배고파. 배고파. 네, 배고파. 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 Das kann ich. Die koreanische Küche hat noch viel mehr zu bieten außer Kimchi, unter anderem Bibimbap. Was? Nee. Eins. Du auch eine? Hallo! Hallo! Annyeonghaseyo! Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute Ji vorstellen. Ji ist aus Südkorea. Südkorea? Süß? Süßkorea! Süßkorea! So, jetzt braten wir die Eier an und die Karotten. Damit, warum braten wir die Karotten an? Mit einer Hand? Ja. Ja. Kann nicht. Okay. Ich habe so viel geübt. Deswegen. Also so sieht das jetzt aus. Mal schauen. Mhm.
Wow. Das ist gut. In Korea ist es auch sehr spannend. Die älteste Person sollte als erstes essen. Die Jüngeren müssen warten. Was? Was noch? Wie macht man das mit den Stäbchen? Du hast schon ein Stäbchen, okay? Und dann diese. Oh, aber das geht nicht. Ah, du kannst. Nicht? Oder nur diese machen. Ja, perfekt. Ja, und dann. Du isst. Danke. Nicht zu vergessen die Musik. K-Pop, Hip-Hop und Show Me the Money. Wer Korea hört, denkt sofort an Kosmetik und so ging es mir damals auch. Ich arbeite als Kosmetikerin und deshalb interessiere ich mich wahnsinnig für die Produkte aus Korea. Nicht nur, weil dort alles herkommt und dort der Ursprung aller Dinge ist, sondern weil auch die koreanischen Menschen einfach unheimlich schöne, strahlende Haut haben. Oh, 내 생각엔 정말 노력했지만 한국에 직접 비행기 타고 슝 날아가서 실제로 서울 혹은 뭐 부산 아니면 그러니까 되는 게 있고 안 되는 게 있다고 나탈리 직접 가야 돼 안 돼 Das heißt du musst nach Korea nur einfach fliegen und dann erfahren alles in Korea Fighting 할 수 있어. 안녕하세요. 저는 나탈리입니다. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Video schauen, wie ich es hatte beim Drehen. Ich möchte mich auf diesem Wege bei G&T nochmal bedanken, dass ihr so tatkräftig mitgeholfen habt. Dank euch konnte ich Seoul und Korea nach Berlin holen und ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen zeigen, was typisch ist für Korea, was man da so macht, was man kocht, wie man seinen Alltag zusammen verbringt. Und habe euch auch ein bisschen gezeigt, wie ich gerade Koreanisch lerne. Also ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Bis dahin, 안녕하세요!